Ja, Zukunft nachhaltig gestalten, das ist der Slogan, mit dem wir als Energy Engineers gestartet sind. Und der Titel mit 80% erneuerbar bis 2030, Potenziale aus Sonne, Wind und Erdwärme, erlauben Sie mir, dass ich jetzt nicht anfange, Ihnen die drei Technologien im Einzelnen vorzustellen. Das können Sie in Internet-Tutorials wahrhaft besser nachlesen und dafür wären 20 Minuten auch nicht geeignet, das tatsächlich zu tun. Ich möchte gerne eine etwas höhere Flughöhe einnehmen. Aber vielleicht noch mal einen kurzen Sachverhalt, warum machen wir das überhaupt als Energy Engineers? Wir haben uns in Summe in 8 Kompetenzcenter geclustert, eingeteilt, die wir auch mit entsprechenden Leitern der Kompetenzcenter ausgestattet haben. Und eins der Themen, die wir da bespielen, sind die erneuerbaren Energien. Und die erneuerbaren Energien, haben wir eben schon gehört, ist ein wichtiger Teil der Wende. Und aus dem Grund muten wir uns oder maßen wir uns an, tatsächlich auch dieses Thema größer zu bespielen und analytisch zu betrachten. Im Sinne natürlich auch unserer Kunden, denn die sind ja teilweise auch sehr bodenständig und möchten an der Stelle auch erstmal nur wissen, ob sie erneuerbare Energien in ihre Konzepte einbinden können. Ich möchte ein klein wenig in der Flughöhe mal über den Energiebedarf reden, den wir in Deutschland haben. Wir haben ja eine erste Grafik, die nicht wir erstellt haben, sondern die uns freundlicherweise das Umweltbundesamt zur Verfügung stellt. Und es geht hier um den Endenergiebedarf in Deutschland. Und wenn Sie sich diese Kurven ansehen oder diese farblichen Schattierungen ansehen, dann stellen Sie erstmal fest, es gibt irgendwie drei, in der letzten Spalte können Sie die Ziffern erkennen, es gibt so drei gleichlautende Bereiche. Das ist einmal das Thema Industrie, die mit irgendwie 400, 667 Terawatt, was sind das? Terawattstunden, also mit 12 Nullen hinten dran, also schon eine anständige Hausnummer. Zu Buche schlagen. Wir haben dann als in der blauen Sparte das Thema Haushalte, Haushaltsenergie und wir haben grün dann den Handel, Dienstleistungen und Gewerbe. Das ist ein offensichtlich ein bisschen kleinerer Bereich und der Verkehr, orange obendrauf, auch der ist ähnlich. Also wir finden eine Dreiteilung, drei gleich große Bereiche, die die Energie im Wesentlichen bestimmen. Und wenn Sie sich den Verlauf angucken von 1990 bis 2020, naja, dann sieht das jetzt irgendwie nicht so aus, als wenn wir signifikant mehr Energie verbraucht hätten, obwohl Sie ganz individuell wahrscheinlich schon die Vermutung hätten, dass Leistungssteigerung, höhere Produktivität, mehr Verkehr, das müsste sich doch eigentlich irgendwo auswirken. Aber vielleicht spielt da uns schon in die Karten die Tatsache, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch Effizienzsteigerung haben, die wir auch berücksichtigen müssen. Man könnte jetzt auch suchen, ob in 2009 die Finanzkrise zu sehen ist. Also offensichtlich beim Energieverbrauch auch nicht so richtig zu sehen. Was wir vielleicht sehen, ist 2020 das Thema Corona. Ich glaube, da könnte man eher schon mal feststellen, dass der Energieverbrauch gesunken ist. Das mag daran liegen, dass eine Menge Menschen und eine Menge Unternehmen so nicht wirtschaften konnten, wie sie wirtschaften wollten, weil sie halt zwangsweise zu Hause verortet worden sind. Gucken wir uns einmal im nächsten Bild das Thema erneuerbare Energien und Anteile erneuerbarer Energien dazu an. Dann finden wir zwei Kurven, eine blaue Kurve, eine hellblaue Kurve, eine dunkelblaue Kurve. Die hellblaue Kurve ist der Bruttostromverbrauch. Also das ist im Prinzip das, was an Kraftwerksenergie geleistet worden ist. Beinhaltet übrigens auch alle Verluste, Verluste bei der Herstellung, Verluste bei der Übertragung. Also nicht das, was hinten am Haushalt ankommt und aufsummiert und kumuliert wurde, sondern tatsächlich nur das, was vorne produziert wurde. Und da ist doch schon mal erfreulich zu sehen, da ist eine steigende Kurve zu sehen, bis 2020 kontinuierlich steigend. Wir sind da 41, wir waren da schon bei 42, fast 44% in 2020. Auch das könnte vielleicht Corona ein klein wenig geschuldet sein, weil wir nämlich tatsächlich auch etwas weniger Energie verbraucht haben. Ist natürlich der Anteil der erneuerbaren Energien durchaus mal hochgeschnellt in 2021. Brauchen wir, wird wieder mehr gearbeitet, wird wieder mehr geleistet. An der Stelle sacken wir dann also etwas ab. Interessanter ist allerdings noch mal ein anderer Punkt. Wenn ich da unten die Brutto-Endenergieverbrauche sehe, die dunkelblaue Kurve, die beinhaltet nämlich nicht nur Strom. Das hat Herr Tiedemann in seinem Eingangsvortrag noch mal sehr schön untermauert. Es geht hier nicht nur um Strom, es geht ja tatsächlich um Wärme. Und da sind wir dann am Ende 2020, 2021 bei 19,7%. Das ist auch noch nicht so richtig ermutigend, aber es ist auf jeden Fall erstmal auch ein Kurvenverlauf, der zeigt, wie viel erneuerbare Energien wir heute schon dabei haben.
Wir hatten eben häufig gehört, dass Photovoltaik, Wind und Geothermie möglicherweise die Säulen der erneuerbaren Energien sind. Und das sind vielleicht auch die, die am tragfähigsten, am dominantesten sind. Trotzdem muss man hier nochmal einen Blick weiter wagen. Wir haben als erneuerbare Energie schon noch ein bisschen mehr. Wir haben die Wasserkraft, wir haben die Biomasse, wir haben die Windenergie, wir haben Photovoltaik. Und Photovoltaik ist da ja schon ein sehr großer Bereich. Wir reden über Freiflächenanlagen, wir reden über Dachpotenziale. Wir reden jetzt auch über Agri-PV, also die Kombination von landwirtschaftlichen Flächen, die mit PV und Agrarwirtschaft betrieben wird. Wir reden vielleicht auch noch über Floating-PV, also Seen, die mit PV bestückt werden. Und wir haben auch noch einen biogenen Anteil vom Abfall, also auch in Kläranlagen, wo man zum Beispiel Abgase einsammeln kann, verstromen kann. Das alles gehört zum Teil zu dem Themengebiet erneuerbare Energien. Diese Uber-Karte, die ich Ihnen da im Prinzip mit angezeigt habe, und der Link wird in der Dokumentation, die Sie runterladen können, zur Verfügung stehen. Den kann man sich mal anschauen. Das ist insofern aufschlussreich. Es geht nämlich hier um die Windleistung und die anderen Kraftwerke, die in Gesamtdeutschland verteilt werden. Und man kann da an den Farbkolorierungen vielleicht so grob erkennen, da oben in Norddeutschland gibt es relativ viel Wind, ist ziemlich viel blau. In unserer Region und auch auf der anderen Seite im Osten gibt es doch noch ein bisschen mehr Kohle- und Gaskraftwerke. Wenn Sie nach PV-Anlagen suchen, werden Sie die eher weniger finden. Warum? Weil PV-Anlagen in der Größenordnung 100 Megawatt, und das ist hier nämlich das K.O.-Kriterium, mindestens 100 Megawatt große Kraftwerke, die werden Sie im Bereich PV so einfach nicht finden. Ich war letzte Woche in der Nähe von Würzburg und da haben wir uns mal eine Fläche angesehen, wo dann wirklich mal 100 Megawatt Photovoltaik installiert werden wird. Also 80% muss man da mal fragen, wann, wo und wie. An sich betreiben wir Energiewende schon seit 20 Jahren, also gefühlt seit 20 Jahren. Seit das EEG eingeführt wurde und damit Impulse geliefert werden, erneuerbare Energien nach vorne zu bringen. Und wenn ich mir jetzt mal das ein bisschen Revue passieren lasse, ich bin mit 58 also schon ein gutes Stückchen älter und kann diese Energiewende verfolgen und habe sie auch persönlich ganz intensiv verfolgt, dann haben wir Hinderungsgründe, eine Menge Hinderungsgründe. Wir haben ordnungspolitische Limitierungen, wir haben immer wieder Novellen von unter anderem EEG gesehen, die dann Rückschritte bedeuten, wo ganze Branchen runtergefahren wurden, weil PV-Ausbau dann doch nicht mehr so gewünscht war, vom Wind mal ganz abgesehen. Auch den haben wir in Teilen ziemlich zurückgefahren, sodass Unternehmen, ganze Industriezweige darunter gelitten haben, dass sie sich nicht weiterentwickeln konnten. Und das hat sicherlich auch für Aufregung gesorgt. Wir haben technologisch einen Hinderungsgrund, weil wir die volatile Energie von Wind und Photovoltaik nicht so einfach abspeichern konnten. Die Speichertechnologie ist nicht so schnell entwickelt worden und sie ist bis heute nicht so etabliert, dass wir die volatilen Energien dort entsprechend speichern können. Das ist zwar mehrfach stimuliert worden, aber großtechnisch tun wir uns noch ziemlich schwer damit. Dann haben wir natürlich auch betriebswirtschaftlich unsere Schwierigkeiten gehabt. Natürlich sind gerade bei dem Thema Photovoltaik spezifische Herstellungskosten von Photovoltaikanlagen gesunken, aber sie unterliegen auch marktwirtschaftlichen Mechanismen. Dann werden sie wieder gestiegen, wenn die PV-Module woanders hergestellt werden. Wir haben eine lange Zeit gesehen, dass auch deutsche Unternehmen, die Photovoltaikanlagen gebaut, Solarmodule gebaut haben, sich doch sehr stark auf das EEG verlassen haben, und ehe man sich versah, wurde das Ganze internationalisiert und irgendwann konnte dann China tatsächlich auch mit seinen Solarmodulen den Markt überschwemmen. Und das hat nicht nur Nachteile gehabt, das hat auch ein paar Vorteile gehabt, weil an der Stelle nochmal Kostenreduktion durchgeführt wurde, oder Kostenreduktion zu sehen war, und das hat sicherlich auch nochmal ein bisschen Stimulanz gegeben, aber es hat natürlich auch unserer deutschen Wirtschaft, unserer deutschen Solarwirtschaft zu schaffen gemacht. Und dann hatten wir unter anderem auch ein großes Hindernis, das ist die Fokussierung auf Strom. Immer nur wurde auf den Strommarkt geguckt, aber selten auf die Wärme. Das haben wir vernachlässigt. Aber es gab auch Vorteile oder es gab auch Multiplikatoren, die erneuerbare Energien nach vorne gebracht haben. Die Förderkulisse, ob es nun die NRW-Förderkulisse ist oder eine Bundesförderkulisse, EEG, um ganz eine wichtige Kulisse zu nennen. Wir haben Markteinführungsprogramme gesehen, zum Beispiel auch für Wärmepumpen, die dafür gesorgt haben, dass wir heute mehr als 600.000 Wärmepumpen in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland betreiben. Also auch diese Technik hat sich weiter oder ist stimuliert worden.
Wir haben Skaleneffekte, weil Anlagen größer geworden sind, auch bei Geothermie. Herr Thielemann hatte vorhin signalisiert, Wärmepumpen sind dann vielleicht etwas, was auch im Quartier, im Haus zu verwenden ist. Nein, wir finden mittlerweile auch Wärmepumpen 30 Megawatt, die dafür genutzt werden, um Wasser, Flusswasser, Seewasser zu verwenden, um das in ein Nahwärmenetz einzuspeisen. Also hier gibt es tatsächlich auch Skaleneffekte, die zu berücksichtigen sind. Und ein Punkt, der sicherlich als Promoter von erneuerbaren Energien zu sehen ist, ist die PV-Technologie, die so niederschwellig ist, dass eigentlich jeder Bürger, im Zweifelsfall sogar bis zum Balkon, seine Anlage bauen kann. Also eine Technologie, die relativ einfach zu handhaben ist und die eigentlich auf massenhafte Umsetzung zielt. Wie sind denn nun die Potenziale? Und da gucke ich jetzt ein bisschen mal nach dem Land NRW. Wir schauen uns mal an, was das LANUV, das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Verbraucherschutz, so erarbeitet hat. Und das machen die mit Regelmäßigkeit werden dann neue Studien oder die Studien auch aktualisiert. Die letzte war jetzt gerade zum Thema Freiflächen-PV. Und da sind also installierbare Leistungen von 70 Gigawatt zu sehen, die dann in einem Jahresertrag von 69 Gigawattstunden, das sind dann schon Terawattstunden, 69,13 Terawattstunden pro Jahr münden. Mit auf Dach-PV, auch da wird das Potenzial entsprechend hoch eingeschätzt, auch damit lassen sich fast 68 Terawattstunden produzieren. Wasserkraft, wenn man das mal im Vergleich sieht, ja, vergleichsweise wenig. Wir haben nicht so fürchterlich viel Potenzial, in Ordnung. Also da müssen wir mit leben, dass das wohl eher auch eine Frage von Grundlast ist. Aber die Grundlast kann nicht richtig ausgelebt werden, ist nicht so riesig groß. Bei Biomasse, da habe ich jetzt gar nicht mal die installierte Leistung mir angeschaut, sondern da habe ich mal im Wesentlichen den Ertrag angeschaut, nämlich den Stromertrag und auch den Wärmeertrag dazu. Geht auch in Richtung 8 Terawatt bzw. 22 Terawatt. Geothermie hatten wir eben schon mal als wichtige Technologie angesprochen, 153 Terawatt. Eine Studie, die in 2015 gelegt worden ist. Also da ist Potenzial hinter, dass wir, wo wir jetzt mal überprüfen müssen, was davon schon gehoben wurde. Man sieht ja zunehmend auch Wärmepumpen und beziehungsweise auch geothermische Anlagen entstehen. Solarthermie mit 4,2 Terawatt Leistung, Beitrag zur Wärmeleistung. Reine Nutzwärme, man muss dabei sehen, die Solarthermie bringt ja dummerweise auch Wärme, wenn sie gar nicht benötigt wird, nämlich im Sommer, da kann ich sie leider nicht verheizen, muss ich also mir was anderes einfallen lassen. Die reine Nutzwärme ist also doch deutlich kleiner als das, was wir heute als installierte Leistung sehen dürfen. Und dann gehe ich nochmal weiter auf eine aktuelle Folie oder auf eine aktuelle Studie, die im April publiziert worden ist. Da geht es um Windpotenziale, unterschiedliche Szenarien. Ich habe nun mal das rechte Szenario rausgenommen. Das sind also 45 Terawattstunden, die wir durch den Ausbau von Windenergie kriegen können. So, das sind jetzt eine Menge große Zahlen. Und was machen wir jetzt damit? Was finden wir dabei raus? Das machen wir mal hier. Wir gucken uns mal an, was wir in NRW, und ich erlaube mir hier den Blick mal nur auf NRW zu fokussieren, weil wir hier auch eine besondere Förderkulisse haben. Andere Bundesländer haben ebenfalls entsprechende Förderkulissen. Aber ich gucke mir mal NRW an und da haben wir also hier den Bruttoenergieverbrauch des Landes NRW. Und die orangene Punkte ist das, was der Anteil an erneuerbaren Energie darstellt. Na, da steht was von 8% in Summe, das ist Wärme und Strom. Wir haben also alle Sektoren wieder zusammen. Wir haben Strom, Fernwärme, Verkehr, das heißt also auch die fossilen Brennstoffe. Und ja, da kommt jetzt dummerweise wieder so eine neue Einheit rein, Joule, Terajoule, Petajoule. Also das sind Zahlen, die mit 12, teilweise 15 Nullen generiert werden, die jetzt erstmal ganz wenig helfen. Aber ein Joule sind eine Wattsekunde. Und wenn ich das umrechnen möchte in Wattstunden oder später Kilowattstunden, da muss ich den Divisor 3600 mit einbringen. Deswegen steht da unten bei einem Terajoule so eine komische Zahl von 277 Megawatt, die ein Terajoule, Megawattstunde, die ein Terajoule darstellt. Und wenn ich jetzt das Ganze mal aufsummiere, was ich Ihnen eben über die Potenzialstudie des LANUVs vorgeführt habe, dann landen wir also bei 372 Terawattstunden im Jahr. Und das sind, wenn ich die Potenziale wirklich alle so heben könnte, die ja zum Teil auch theoretischer Natur sind, also noch nicht geprüft worden sind, ob sie ordnungspolitisch durchführbar sind, Genehmigungsverfahren erteilt werden können und so weiter, dann reden wir da gerade so um die 60%. Nehmen wir das mal so hin. 60% sagen also erstmal die Studien aus. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Zielgröße und weit von den 8% entfernt. Lassen Sie mich das zusammenfassen. Also
Sektorenkopplung, das, was wir eben auch im Eingangsvortrag schon gehört haben, nämlich das Elektrifizieren des Verkehrs, das Elektrifizieren der Wärme, ist eine zusätzliche Herausforderung. Erhöht signifikant die Komplexität und macht es damit auch nochmal schwieriger, jetzt auch die entsprechenden erneuerbaren Energien zeitgleich auf den Markt zu bringen. Wir haben eine zusätzliche Anforderung, weil wir jetzt gerade fossile Kraftstoffe, in diesem Fall Gas, eliminieren müssen. Das ist der aktuellen Krise geschuldet. Das erhöht den Handlungsdruck nochmal. Ich sehe tatsächlich, dass 80%, so wie wir das formuliert haben, in Teilbereichen unseres Lebens schon möglich ist. Jeder kann das für sich individuell prüfen, inwiefern er seinen eigenen Energieverbrauch 80% erneuerbar machen kann. Es gibt auch bestimmte Gewerbebetriebe, die das viel einfacher machen können. Wir werden es ein bisschen schwerer tun, wenn wir uns die Großindustrie angucken, weil sie nicht so schnell auf erneuerbare Energien setzen kann. Da wird also mehr und da wird auch anders gearbeitet werden müssen. Wir werden noch zwei Vorträge hören, die vielleicht andere Facetten dieser Energiewende für Unternehmen, für Großverbraucher sieht. Im Bilanzkreis Deutschland, so nenne ich den jetzt mal, müssen wir eindeutig schneller werden. Wir müssen bürokratische Hemmnisse abräumen. Das Potenzial ist in Teilen sicherlich da und wir müssen aber gleichzeitig, und das ist ein wichtiges Element, wir müssen die Akzeptanz der Gesellschaft mitnehmen. Also wir müssen im Prinzip auch dafür sorgen, dass die Bürger erkennen können, was das jetzt gerade bedeutet. Das kann mal in teure Strompreise münden, weil halt Technologien finanziert werden müssen. Wir haben mit PV ein wunderbares Beispiel, wie das aufgehen kann und wie das auch vollendet werden kann. Und ganz generell würde ich tatsächlich gucken, wir sollten mal mehr nach dezentralen Lösungen gucken und nicht so viel nach zentralen Lösungen schauen, die immer groß sind. Manche Technologien brauchen diese Scale-Up-Effekte, um überhaupt wirtschaftlich interessant zu werden. Aber wir haben Möglichkeiten in dem Bereich, über dezentrale, kleinere Einheiten schneller zum Ziel zu kommen. Und jeder, der heute anfängt, sich irgendwie Teilautarkie oder ein neues Produkt oder eine neue Technologie bei sich einzuführen, sollte gucken, dass er das auf jeden Fall CO2-neutral macht und mit Erneuerbaren macht. Auch das sind wichtige erste Schritte, die für die Gesamtbilanz 80% bis 2030 erforderlich sind. Ich habe meine Zweifel, dass wir die 80% schaffen, aber wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu tun. Und damit möchte ich beenden.